willkommen zurück zu einer neuen abgedrehten Folge. Totally Accurate Battle. Was ist denn mit dir, Zeus? Ja, was ist denn mit dir passiert? Ho, 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 Kies. Ho, ho, ho. Sag mal, Zeus, denkst du, du bist der Weihnachtsmann? Ho, 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 ho. Nein, Kies, nein. Schreckliche Dinge sind passiert. Okay, dann erzähl es uns. Rede, Zeus, rede. Kies, ich habe den Like-Test nicht bestanden und nur noch ein Auge. Ho, ho, ho. Also, dass du noch ein Auge und hältst dich für den Weihnachtsmann. Alles klar. Leute, macht den Like-Test. Macht ihn einfach. Macht ihn. Verdammt noch eins. Gut, wir werden uns heute die geheimen Einheiten holen. Und zwar werden wir Waffen suchen gehen. Und hier drüben ist schon mal eine. Und die müssen wir einfach nur angucken. Und dann fangen die an zu leuchten und zu vibrieren und zu wabbeln und zu wobeln. Und dann sind die weg. Und jetzt haben wir eine neue Einheit. So geht das. Super cool, oder? Zyklopen Zeus? Töte mich, Kies! Töte mich! Ach, okay, Zyklopen Zeus, ich töte dich. Ich töte dich, ja? Ich tue es. Nein, Moment, wo finde ich denn jetzt die neue Einheit? Oh, guck mal, hier sieht man jetzt die Zahl der Einheiten. Wo finde ich den neuen? Secret! Was kostet der? 350. Gut, dann bringen wir jetzt... So, 6 Stück an den Start. Die neue Einheit, die neue Geheimeinheit. Bitte, Kies, ich habe solche Schmerzen. Okay, ich bin ja dran. Kommt schon, Executioner. Tötet Zeus, tötet ihn. Diese Missgeburt. Bringt ihn um. Er hat das Leben nicht verdient. Alter, Zeus hält echt eine Menge aus. Ich glaube, die haben den ein bisschen stärker gemacht. Aber... ja, endlich. Okay, Zeus ist tot. Alles gut. So, wir machen hier mal sauber und wechseln mal auf die andere Karte. Und hier, meine Freunde, gibt es... Wo ist die Musik hin? Musik? Keine Musik. Hier gibt es auch irgendwo etwas zum Einsammeln. Wo ist die Musik hin? Hallo, Musik? Jetzt haben wir wieder Musik. Viel angenehmer. So, gut. Also, wir müssen hier eine weitere Waffe finden. Ich habe mir nur die Karten gemerkt, aber nicht der Ort, wo die Waffen sind. Es soll ja auch ein bisschen spannend sein, oder? Soll ja auch ein bisschen spannend sein. Guckt mal hier, die Kürbisse, die sind total verfault. Die sind frisch und die sind irgendwie gammelig. Zumindest sehen sie nicht mehr ganz frisch aus. Wo könnte denn eine Waffe sein? Was bist du denn? Bist du ein Hühnchen? Du bist ein Hühnchen. Und hier gibt es ein paar Fässer. Ich muss sagen, die Karten hier, die bieten doch schon viel zum Entdecken. Und hier ist ein Vögelchen. Ist hier drüben noch irgendwas Spannendes? Ja, hier sind Häuser, aber in die kann man leider nicht reingucken. Dann haben wir hier die Burg. Ah, warte mal, hier ist noch ein Turm. Kann man den irgendwie begutachten? Ah, schaut mal hier. Ganz viele Vögel beten hier. Die Streitkolben an. Mace. Mace, meine Freunde. Eine neue Einheit. Okay, machen wir mal 101. Wer gewinnt das? Der Schafsrichter oder der Wirbler? Ja, Alter, was ist das für ein Typ? Guck mal, ich kann tanzen. Ja, du kannst tanzen. Holy shit. Der geht ja steil. Aber ich muss sagen, beide halten echt viel aus. Oder beide sind nicht besonders... Was? Rot hat gewonnen. Oder beide sind nicht besonders stark. Machen wir mal 10 von denen hier. Gegen 10 von denen. Let's do this. Alter, die Dinger sind ja richtig cool. Wie sie sich durchwirbeln. Oh, oh mein Gott. Schaut sie euch an, die Mixer. Aber ich muss sagen, die halten echt alle irgendwie viel aus. Und gewinnt Rot schon wieder? Nein, oder? Was ist denn da weggeflogen? Irgendwas ist da eben gerade weggeflogen. Gewinnt Rot schon wieder? Kommt schon, Team Mixer. Go! Nein, nur noch 2 Stück gegen 4. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die hacken ja wirklich alles kaputt.
Wie stark sind die, bitteschön? Die sind ja super stark. Okay, wir wechseln wieder die Karte. Ich glaube, die andere war hier. Die andere Einheit. Hier oder die andere Karte? Wir schauen uns um. Wir gucken rein und fliegen mal durch. Wer bist du? Eine Büste? Da drüben ist ein Dokument. Das ist aber komplett leer. Dann haben wir hier eine Angel. Mit einem Wurm dran. Also die Level hier sind alle sehr, sehr detailverliebt. Bist du vielleicht der Mann, der uns die nächste mysteriöse geheime Einheit gibt? Der große Spartaner? Schauen wir mal hier an der Seite. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Kann man vielleicht hier irgendwie durch in die Gebäude rein? Was haben wir hier drüben? Ein Brunnen, aber in den kann man auch nicht rein. Dann hier haben wir ein paar Fässer, die kaputt sind. Schauen wir mal hier oben. Ah, ein Bogen. Ein Bogen haben wir gefunden. Flupp. Artemis. Oh, aber die Karte mag ich gar nicht. Deswegen wechseln wir die. Und zwar nehmen wir einfach hier mal Sandbox. Hatten die schon immer Sandbox? Gab's das schon immer? Gab's das schon immer? Hä? Nee, oder? Das ist doch eine neue Karte. An das kann ich mich nicht erinnern. Das ist doch eine neue Karte, oder? Leute, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hier geht's ja richtig weit rein. Tschüss. An die Karte kann ich mich absolut nicht erinnern. Aber hier oben kannst du Gladiatorenkämpfe machen. So, neue Einheit. Was kostet... Wie teuer ist der? What? Keine 40 von den Mix... What? What? Ist natürlich eine Sie. Das ist ja eine Göttin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte nicht mir vorgestellt, dass wir gleich mit einer Göttin hier... Alter, ist die stark. Holy moly. Guckt sie euch an. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Jetzt kommen aber die Jungs. Los, jo. Alter. Ich weiß nicht, die Einheit finde ich super. Ist die beste Einheit. Was? Wo schießen die denn hin? Aber sie hält durch. Wie sie einen Bogen hält. Alter. Ja, nicht schlecht. Aber Rot hat trotzdem gewonnen. Zwei von denen? Ist das überhaupt legal, zwei von denen? Oder machen wir mal drei. Uff. Wie viele schießen denn auf einmal? Fünf? Warte mal, wie viele sind das? Mal ein bisschen weiter. 2, 4, 6, 8, 10. 10 Pfeile auf einen Schuss. Das ist schon sehr, sehr krank. Drei von denen sind wirklich göttlich. Die metzeln und schnetzeln hier alles weg. Keine Chance. Keine Chance. Okay, Jungs. Die waren super gut. Haben die eine Chance? 61 von denen hier. Wow. Alter, was ist das für ein Geräusch? Ah! Ah, ah, ah. Wer macht das Geräusch? Die hier? Machen die das Geräusch? Keine Chance. Krank. Krieg der Götter. Wir haben hier noch einen weiteren Gott im Rennen. So. Krieg der Götter. Den scheint es irgendwie zu gefallen. Oh, guck mal hier. Baby Zeus. Der ist ja richtig klein. Warum ist denn der gestorben? Ah, nee, der lebt noch. Ich dachte schon. Immer auf die Kinder. Jetzt kommen aber hier die Zeus zum Angriff. Seppenvolle Möhre rein. Aber die Ladies halten es durch. Komm schon, Zeus. Ihr seid das starke Geschlecht. Manpower. Ein Schuss und ein Zeus ist tot. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Keine Chance? Okay, Moment, jetzt kommt das ultimative Experiment. Jetzt kommt das ultimative Experiment. Ihr wisst, was jetzt kommt. Richtig. Wie viele Kinder braucht es,
um diese Lady da drüben zu killen. Oh, wir machen hier alles voll. Das sind jetzt 290 Kids. Es fängt natürlich super an zu ruckeln. Normal, ne? Ist ja wohl normal. Wow. Wow, Alter. Aber die Kinder kommen durch. Auch wenn sie echt eine mega OP-Einheit ist. Ich glaube an die Kids. I believe in Kids. Kommt schon, Kids. Da leben noch echt viele. Haben wir irgendeine super hässliche Variation dabei? Sie laufen über die Leichen der anderen Kinder drüber. Alter, no way. Oh mein Gott, ich kann leider nur Slow Motion. Und es regnet hier Geschoss. Sie wird total niedergetreten von den Kindern. Ja, Kinder, ja. Kommt schon, ihr kleinen Bilbos. Ihr kleinen Beutlis. Drückt ihnen euren Beutel ins Gesicht. Kann sie überhaupt noch kämpfen? Ich sehe nur diesen Kinderhaufen. Aber die kommt doch dann nie wieder raus. Der hier, Alter. Der ist vorbei. Der ist vorbei, der kleine Mann. Der hat einfach mal 10 Pfeile in den Fuß bekommen. Das ist tödlich. Da machst du nichts. Schaut euch diese Pyramide an. Sie machen die Schildkröte. Das ist doch auf jeden Fall die Schildkrötenformation, die hier abgezogen wird. Okay, geht's schon einigermaßen? Ich mach's jetzt mal auf normal. Kommt sie wieder raus? Sie tötet immer noch. Machen die Schaden? Was passiert hier? Der eine da oben sieht aber auch ganz besonders dumm aus. Hallo, ich bin Bilbo, der kleine Beutli. Komm schon, es fehlt Vorspulen. Aber ich glaube, es würde keinen Rechner packen. Denn sobald du hier irgendwie hunderte von Einheiten hast, Game over. Und selbst mit meinem NASA-PC geht das einfach nicht. Das, glaube ich, liegt gar nicht mehr an der Hardware, sondern auch schon am Spiel. Ist darauf einfach irgendwie nicht ausgelegt. Ich glaube, das wird ewig dauern. Uff. Nee, das brechen wir mal ab. Gegen Mammuts? Ich hab's. Klar. Natürlich. Natürlich. Nur eine Einheit kann das besiegen. Sie muss sehr französisch sein. Sehr, sehr französisch. Kommt, ihr müsst schießen. Schießen. Oh, Salz. Das hast du nun, du blöde Schlampe. Gegen uns hast du keine... Guck mal, die hängen hier in der Luft. Keine Chance. Sie rotzt zwar gut hier die weg. Aber dann kommt der Schuss. Hier, sie schießt nochmal. Aber gleich setzen die Ballista an. Und boom. Gewonnen. Was haben wir noch? So. 30 von den Minotauren. Und? Ich glaube, die gewinnen, oder? Wäre schon heftig, wenn die jetzt 30 von denen wegholen könnte. Das ist mal ein richtiger Männerhaufen. Alle wollen ran an die Olga. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig, ne? Ihr darf mal rein dippen. Snake Archer. Aber auch hier direkt mal gucken mit 100. Flupp. Alter, Schlongs in your face. In your face. Ich glaube, das verliert sie. Nee, kommt ja gar nicht mehr klar. Okay. Dagegen hat sie keine Chance. Jetzt noch irgendwie den... Oh, ich freue mich schon auf Piraten. Jetzt noch irgendwie den Mammut-Test. Machen wir den Mammut-Test. Das Problem an Mammuts ist, sie blockieren sich halt selbst. Okay, Mammuts scheißen auf ihre Schüsse.
krass. Guck mal, wie die Mammuts noch nach vorne geschoben werden. Der hier ist auch wieder so ein kleiner Spezieller. Was ist denn das für einer? Schaut euch mal, schaut euch mal sein Gesicht an. Was ist denn mit dem los? Ich bin ganz besonders. Ja, du bist ganz besonders. Wie ist denn das passiert? Säure? Mit Säure? Du hast Säure ins Gesicht bekommen? Ja. Du Armer. Du Go. Wo ist der Kleine denn? Der sah ja wirklich... Hat einen winzig kleinen Kopf, winzig kleine Augen. Was war das für ein kleiner, besonderer Mammut? Wo ist der hin? Hier drüben. Der Körper ist normal, aber der Kopf ist irgendwie eingelaufen. In der Wäsche eingelaufen. Ja, die Alte ist gut. Die Alte ist echt gut. 20 Bone Magic gegen die Alte? Nein, gegen die hier. 25. Und Bone Magic. Uff. Bone Magic ist böse. Aber ey, die haben es überlebt. Die sind echt stabil. Das sind die besten Einheiten. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin ein riesen Fan von denen. Ich bin ein riesen Fan von den Jungs. Krass. Dass sie gar keine Chance hatten, die Bone Boys. Berserker. Wo sind die Berserker hier? Machen wir 60. Ja, 61 ist jetzt auch egal. Alter, das ist ein männlicher Männerhaufen. Das ist so ein richtig männlicher Männerhaufen. Auf wen setzt ihr? Auf die Mixer Boys oder auf die Berserker? Die Berserker stellen sich nicht dumm an. Die machen die Brezel, die beiden hier drüben. Oh, ich glaube, die Berserker verlieren. Ja, yep, die Berserker verlieren. Schade. Können Berserker nur einmal springen und springen dann nie wieder? Weil eben sind sie ja gerade rübergelaufen. Meine neue Lieblingseinheit. Absolut. Boah, der ist aber nochmal gesprungen. Der ist aber noch einmal gesprungen. Und wie viele haben überlebt? Zwei hier drüben, drei hier drüben, fünf. Fünf standen am Ende noch. Krass. Walküren. So, die kosten ja gleich viel. Walküren gegen Spinnerinis. Auf wen setzt ihr? Die Walküren scheinen gerade zu dominieren. Walküren sind schon geile Einheiten. Absolut unterschätzt. Mega fette Einheiten. Aber die Spinner gewinnen. Die Spinner gewinnen easy. Easy haben die gewonnen. Super easy. Okay, jetzt kommt der letzte Härtetest. Gustav. 80. Nehmen wir 80. Da regnet es schon mal Munition. Die stehen hier alle in Reihe und Glied. Aber diese gigantische Variante, ich hatte ja mal einen, der war riesengroß, also wirklich riesengroß. Guck mal, der ist ganz klein. Och, wie süß. Ist das heute, nimm dein Kind mit zur Arbeit? Ist das echt? Günther? Hast du einen kleinen Gustav mitgebracht? Ja, der kleine Gustav ist heute dabei. Double G. Double G, man. Heute ist, nimm dein Kind mit zur Arbeit Tag. Guck mal, bis jetzt ist, glaube ich, noch keiner gestorben von denen. Die sind schon echt robust. Die sind sehr, sehr robust. Aber jetzt werden sie schön runtergeslowt. Aber sobald sie rankommen, ist, glaube ich, für die hier Game Over. Weil der Nachteil an Bogenschützen ist, wenn die Gegner wirklich ganz nah dran sind, schießen die einfach nicht mehr. Aber die stellen sich verdammt gut an. Respekt. Respekt? Der weiß gar nicht, was er machen soll hier. Lalalala. Boah, der hier hat einen winzig kleinen Kopf. Oh, ach, wie süß. Lebt unser Junior noch? Unser Junior-Schütze? Der kleine Gustav? Papa, bringen wir Menschen um? Ja, Gustav. Ist das gut so? Ja, Gustav. Krass. Hättet ihr gedacht, dass die Ice Archer gewinnen? Also ich nicht. Ich nicht. Mal wieder Respekt an diese tapferen Recken. Ich will nochmal die hier testen.
Ja, Moment, ein bisschen weniger. Ja, so. 108 Stück. Jetzt kommt der erste Wurf. Jeder von euch ist ganz besonders. Habt ihr auch eure Kinder dabei? Hat irgendjemand seinen Junior dabei? Bring dein Kind mit zur Arbeitstag. Die machen brutalen Schaden, die Speerwerfer. Aber leider slowen sie nicht. Ich glaube, das ist hier... Oh, der ist nicht so klein. Aber der hier ist super klein. Schaut euch den mal an. Oh, ist ein richtiger Mini-Mi. Kleine Mini-Mi. Obwohl... Gerade sieht es so aus, als würden die Speerwerfer hart dominieren. Sieht doch so aus, oder? Hier, hier. Ach Mann, ich liebe euch. Ich liebe diese Einheit. Einfach nur gut. Hey, hey. Hey, hey, hey. Gib Gummi, Junge. Aber wir haben gewonnen. Hat der Kleine überlebt? Ich glaube, der ist gestorben. Nein. Ach, wie traurig. Ich glaube, da drüben liegt der. Ich weiß es nicht, aber der Kleine ist tot. Na gut, Freunde, das war's mit dieser Folge. Totally Accurate Battle Simulator. Ich freue mich total, wenn neue Einheiten reinkommen. Wird es auf jeden Fall Videos zu geben. Unterstützt das Ganze mit einer Bewertung. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.